Hallo, herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ja, es geht um heilsame Intimität. Ich beschäftige mich mit dem Thema, weil ich ja schon ganz lange quasi nicht in einer Beziehung lebe und ja, und ich merke, dass ich eine große Sehnsucht nach Nähe, nach Intimität habe. Und habe da mal so ein bisschen geforscht und das möchte ich gerne mit dir teilen, da so ein paar Gedanken, die ich dazu habe und auch Erfahrungen. Und ja, also ich weiß einfach, dass mich Nähe total nährt. Ich komme gleich nochmal zu verschiedenen Definitionen von Intimität. Aber erstmal so von mir aus ist Intimität eine Nähe, die ich mit jemand anderem teile. Und ich hatte zum Beispiel neulich eine ganz, ganz schöne Umarmung. Die hat total lang gedauert. Also wir haben uns ganz, ganz lange umarmt und es nährt mich heute noch. Diese Verbundenheit, die ich in dem Moment mit diesem Menschen gespürt habe. Und ja, das war was ganz Nährendes, was ganz Intimes zwischen uns beiden in dem Moment. Genau. Und ja, ich weiß, Intimität hat einfach was sehr Heilsames, was sehr Nährendes. Ja, es gibt Studien darüber, dass Intimität, die ja, uns gesund hält, die körperlich gesund hält, ja, wenn wir regelmäßig Intimität teilen, wenn wir regelmäßig körperliche Nähe erfahren. Und ja, sie schenkt uns Kraft und Lebensfreude. Und sorgt für ein Wohlbefinden einfach. Ja? Ich bin ein Mensch, ich brauche sehr viel körperliche Nähe und Berührung. Und das, ja, ich merke, wenn ich das regelmäßig habe, dann tut mir das einfach gut. So, ne? Dann, ja. Und deshalb habe ich gemerkt, ich möchte das einfach stärker in meinem täglichen Leben integrieren. Und ich habe viele Jahre gedacht, dass Intimität nur mit dem Partner möglich ist. Ja, nur in einer Beziehung, in einer partnerschaftlichen Beziehung möglich ist. Und habe gemerkt, dass das kann doch so nicht gemeint sein. Und deswegen möchte ich dich einladen, und ich tue das auch für mich, die Definition von Intimität zu verändern, zu erweitern. Ja, und ich habe da so verschiedenste Ansätze gelesen, was Intimität ist. Erstmal so vom Wort her, Intimus heißt das Innere, ja. Inneres. Und ich habe auch eine Definition gefunden, da ging es so darum, Intimität heißt, mit jemand anderem mein Inneres zu teilen, ja. Und in dem Sinne passiert das auch hier jetzt gerade zwischen uns, ja. Wenn wir das zulassen, dass wir uns davon berühren lassen. So, ich teile mein Inneres mit dir. Ja. Und die klassische, das ist halt eher so, glaube ich, diese klassische Definition von Intimität, das was mit Berührung, mit körperlicher Nähe zu tun hat. Ja. Und es gibt aber auch Forscher, die gesagt haben, dass, und das kann ich auch nachvollziehen, dass auch Intimität sozusagen auch verlagert wird. Es kann auch auf Gegenstände übergehen. Ja, dass zum Beispiel eigentlich die Sehnsucht nach Berührung, nach Nähe da ist. Aber weil man zum Beispiel viele Verletzungen erlebt hat oder Gefühle vielleicht mit Schwäche gleichsetzt oder, ne, und das irgendwie gerade bei Männern vielleicht als unmännlich rüberkommt, wenn sie irgendwie die Nähe suchen oder so, ja. Dass dadurch halt Ausgleichshandlungen gesucht werden. Ja, das ist jetzt nicht so bei Männern, aber zum Beispiel zur Mediküre zu gehen, Maniküre zu gehen, das ist irgendwie so, da kriegt man noch so eine Nähe, die irgendwie aber aus einer großen Distanz heraus ist. Oder auch Gegenstände, ne? Oder zum Beispiel Rauchen kann sowas sein, wo einfach so eine so ein Ersatz gefunden wird. Ja, was Sinnliches hat.
Definition so von Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, die Intimität mit einer Art, mit Verbundenheit gleichsetzen. So, ne, dass wenn ich mit einem Menschen Verbundenheit erlebe, erfahre, spüre, dass das auch was sehr Intimes hat. Und das kann auch über das Menschliche hinausgehen. Das kann auch sein, dass du mit Tieren vielleicht oder mit dem Universum, mit den Sternen, mit Bäumen, ja, es gibt ja auch, ich mache das auch manchmal, Bäume zu umarmen und da einfach eine Verbundenheit zu spüren. Ja. Genau, und das Wichtige aber ist, und dazu soll dieses Video dienen, einfach eine Definition von Intimität für dich zu finden, für mich zu finden, die mir wirklich ein wohliges Leben bereitet. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel, diesen Intimitätsbegriff zu erweitern und nicht nur zu denken, ich muss jetzt warten, bis ich in einer Beziehung bin und dann kann ich körperliche Nähe erfahren oder dann kann ich Verbundenheit spüren. So nur mit diesem einen Menschen. Ja, wir entwickeln uns ja mehr und mehr davon weg, dass es den einen Menschen gibt, diese romantische Verklärung. Und der Intimitätsbegriff ist auch nichts, was jetzt universell gültig ist, ne? Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass in Japan Freundschaften als etwas sehr Intimes erfahren wird. Oder in Indien habe ich auch, wo ich öfter war, die haben auch einen ganz anderen Begriff von Intimität. Ja? Da leben ja viele Menschen in einem Raum zusammen. Ja, und da kriegt man natürlich viel mehr voneinander mit und da hat Intimität auch eine ganz andere Bedeutung. Oder auch in der Zeitgeschichte hat sich der Begriff auch verändert. So, ne? Also es ist nichts in Stein gemeißelt und es ist nichts so, wie wir das vielleicht glauben zu sein, wenn es uns nicht dienlich ist, dann kannst du das anpassen an das, wie es für dich gut ist. Und ich merke einfach, ich möchte gerne das wirklich erweitern und ich möchte mich weit machen und da diesen Begriff neu überdenken und dass, ja, dass ich die Intimität auch mit mehreren Menschen haben kann oder Nähe, Verbundenheit, ja. Und Intimität hat auch was mit engen Bindungen zu tun und diese engen Bindungen, die sind auch total nährend. Ja? Wenn ich Freundschaften habe, die, ja, und die habe ich, enge Freundschaften, die, wo ich mich offen zeigen kann, wo ich mein Inneres teilen kann. So, ja? Und ich weiß, dass es hatte ich auch lange Zeit durch die Erfahrungen manchmal, durch verletzende Erfahrungen, gerade auch in Beziehungen, dass es immer enger wird, das Herz irgendwie einen Panzer kriegt oder dass man sich immer mehr verschließt. Und ich habe einfach in den letzten Jahren gemerkt, so wo ich mehr und mehr wieder aufgemacht habe und auch eine wohlwollendere Einstellung dem Leben und den anderen Menschen gegenüber immer mehr erfahre, dass da auch ja immer mehr Nähe wieder möglich ist und wie bereichernd und berührend diese Nähe ist. Ich erlebe das zumindest gerade so in unserer Gesellschaft, eine sehr starke Tendenz zu Unverbindlichkeit, eine sehr starke Tendenz zu dem sich nicht festlegen wollen, sich nicht entscheiden wollen, ja. Und das ist so eine Freiheit, die da vielleicht gerade so entsteht bei manchen, oder auch das Bedürfnis so zu merken, so, boah, ja, das zu entdecken und sich diese Freiheit zu nehmen. Und auf der anderen Seite steht aber ganz klar auch und stark das Bedürfnis nach einer Verbundenheit, nach einer Nähe, nach Körperlichkeit, ja. Und da einfach auch neue Formen der Verbundenheit zu entdecken, so für sich neu zu definieren. Ja, das ist, finde ich, heutzutage, also so erlebe ich das in diesen Zweierbeziehungen, egal wer mir da gegenübersteht, ja, jede Beziehung,
zu den Menschen, die ich habe, ist total individuell und kann ich ganz individuell definieren, wie viel Nähe, wie viel Distanz, wie viel Körperlichkeit. Und das ist, finde ich, noch nie so stark gewesen wie jetzt, dass ich das mitformen kann und dass es rausgeht total aus diesem klassischen Modell, ja, wo man den einen Partner und dann ist es ein Leben lang dieser eine Partner und daneben gibt es kaum was anderes. So, ne? Heutzutage haben wir wirklich, können wir eine Bandbreite spannen an Erfahrungsräumen, an Beziehungsräumen. Ja. Und ich möchte die so kreieren, dass sie mir gut tun. Ja, und deswegen mache ich dieses Video. Ich möchte mich meinem Gegenüber immer weiter öffnen können und authentisch sein können. Ja, und eine Nähe kreieren. Und durch diese Nähe möchte ich ein neues Menschsein kreieren. Ja, ein neues Miteinander. Und ich lade dich ein, mit diesem Video so da vielleicht bei dir auch das mal zu überdenken, wo du vielleicht ja deine Definition von Intimität so anpassen kannst, dass sie dir gut tut. Ja, wir haben viel übernommen, einfach durch die Gesellschaft, durch unsere Erziehung, durch das, was wir erlebt haben in unserer Kindheit und laufen auf Autopilot. Und du kannst aber in jedem Moment deines Lebens das neu definieren und anpassen an deine Bedürfnisse, sodass es dir richtig gut geht. Ja, und schreib mal in die Kommentare, was für dich Intimität ist. Das würde mich total interessieren. Lass uns mal hier unten ein bisschen austauschen, was Intimität für uns ist, für dich. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe. Freue mich, wenn du wieder einschaltest. Und ja, hier kommen jetzt noch zwei Videos. Vielleicht ist da was für dich dabei, dann schau da gerne weiter. Ansonsten danke ich dir sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!